Parasitenkur mit Knoblauch. Ja, du kennst mein Video mit dem Knoblauchreinigung beim Parasite, beim Entwurmen. Und mich erreichen sehr, sehr, sehr viele Fragen. Vielleicht habe ich da nicht so richtig deutlich alles aufgeklärt, deswegen noch Ergänzung. Also die praktische Teil kannst du folgen, das Maße, so wie in einem Video gezeigt war, ausführen. Wichtig ist, dass du dabei nicht zu viel trinkst, weil ich weiß, dass die Menschen, manche trinken viel zu viel, 1,5 Liter auf einmal, dass es natürlich tut, nicht so toll für Magen und dann ist irgendwann wird einfach zu viel. Versuch mit weniger Flüssigkeit mehr Knoblauch in deinen Magen reinbringen. Dann, nächste. Kann das jeder machen? Eigentlich schon, aber es gibt Menschen, welche allergisch auf Knoblauch. Wieso? Weil die haben schon bereits Probleme mit Parasiten und die haben Probleme mit Gefäßen. Ich würde auf jeden Fall empfehlen, mit Knoblauch anfangen in die Küche, ein bisschen kochen mit Knoblauch und ein bisschen zum Essen beimischen, dass du Knoblauch zu sich nehmen kannst, weil Knoblauch bringt auch Parasiten aus Leber und entgiftet Leber und die hat Selen. Also das ist sehr gute, sag mal, natürliche Antibiotikum, welche bringt im Körper sehr viele Komfort und wie ein bisschen räumt den ganzen Dreck raus. Okay, dann, wenn du dieses Glas Knoblauch getrunken hast, was erwartet dich nächste? Wenn ein Mensch hat schon Parasiten im Körper, und gute Verdauungssystem und eigenmaße gute Immunsystem, kann sein, dass der verdaut diese Parasiten. Und mit Knoblauch kommen keine so sichtbare große Würmer. Es kann passieren, dass du siehst gleich die Würmer. Es kann passieren, dass dein Körper einfach nicht schaltet große, sag mal, Würmer, weil die sind noch im Entwicklungsphase, beispielsweise als Ei oder Larven. Und beim Knoblauch so, dass der Knoblauch wirkt nur bei den ausgewachsenen Würmern. Deswegen, diese Kur ist nur dafür gedacht, dass du auf Schnelle dir helfen kannst, aber es ersetzt nicht die komplette Körperreinigung und antiparasitäre Programm. Antiparasitäre Programm kannst du sehr gut mit Kräutermischung von mir machen. Wenn du 21 Tage das nimmst, dann kommen auch Eier und Larven und nicht nur bloß vom Würmer, sondern auch vom anderen Parasiten. Wenn du aber diese Reinigung gemacht hast, dann empfehle ich ganzen Monat ein Zehe vom Knoblauch zu sich nehmen und das kannst du meinetwegen beim Essen machen, aber bitte roh, ja? Nicht gekochte oder nicht angelegte Knoblauch, sondern roh Knoblauch. Du kannst das zerschneiden, du kannst das kauen, wie es immer. Jetzt spielt das keine Rolle. Einfach zu sich nehmen, essen, weil das unterstützt dein Leber und sorgt dafür, dass die Milieu vom Knoblauch, die Essenz von dem Knoblauch bleibt. Und es kann sein, dass das schlägt auch, dass die Eier und Larven rauskommen. In dem Phase, wenn die sich weiterentwickeln. Ja? Also wenn du einen Monat weiter das machst mit einem Zehe, kann es sein, dass du alle Würmer rausgebracht hast. Aber Würmer sitzen nicht nur bloß im Darmsystem, die sind oft im Lunge, im Augen, im Bindegewebe, im andere Organe. Und deswegen, also ganzheitlich hier Antiparasite-Programm, das kannst du aus meinem Buch auch rauslesen, wieso, warum, macht schon sehr großes Sinn. Okay? Gut, ich glaube, die ganzen offenen Fragen habe ich jetzt beantwortet und ich freue mich, übergab, dass du den Mut hast, für dich etwas tust und suchst nach der Wahrheit und willst deinen Körper im guten Zustand bringen. Das ist toll. Also Daumen hoch und von mir einfach
wirklich herzliches Lob. Also vielen Dank dir. Alles Gute, ciao.